Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Welly. Wir sind im Sassarus-Tal und haben dort den großen Titan Tree, da drüben sieht man, entdeckt. Und dieser Titan Tree, der ist in der Lage, einmal in 10.000 Jahren einen Life Seed zu produzieren. Und wir sollen den jetzt irgendwie erforschen, und um den zu erforschen, müssen wir aber zunächst drei Obelisken, einen haben wir schon, der war da drüben. Da ist noch einer und da irgendwo ist noch einer. Das sind diese leuchtenden Teile, genau. Müssen wir drei Obelisken zerstören. Ja, oder aktivieren oder wie immer man das nennen will. So, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach gleich mal zum nächsten Obelisken rennen. Und dann bin ich gespannt, was da passiert rund um diesen Titan Tree. Das Ding ist riesig groß. Und immer schön gucken, da unten waren wir ja schon. Da können wir jetzt auch noch runter. Dann machen wir das mal kurz, hüpfen da mal runter oder rennen mal runter. Vielleicht ganz kurz zur Info, ich hatte die Aufnahme unterbrochen und das Problem ist, das Spiel hat keine eigene Speicherfunktion. Das bedeutet, dass wir jedes Mal, wenn wir dann wieder das Spiel neu starten, am Anfang eines Levels landen. Und das war jetzt bei mir auch so der Fall und deswegen habe ich jetzt ein paar Zapfen oder Samen mehr als am Ende der letzten Folge, weil ich noch den einen oder anderen Baum einfach wieder belebt habe, was zur Folge hatte, dass ich ein paar Samen mehr habe. Genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir rennen hier jetzt ganz schnell zu diesem nächsten Obelisken. Da ist er ja auch schon. Vielleicht ganz kurz mal hier. Halt, komm her, auf. Genau. Also bin ich mal gespannt, was es mit euch auf sich hat. Und hier ist eine Brücke. Kommen wir denn darüber? Ja, aber das schaffen wir nie und nimmer. Nee, keine Chance. Komme ich da irgendwo runter? Und wenn ich da runtergehe, was bedeutet es? Ich weiß nicht. Ich glaube, das lasse ich lieber. Ups. Und guck mal an, da hat sich der Orb gleich wieder materialisiert. Ah, das ist gut zu wissen. Das heißt, ich kann die aufnehmen und wenig später sind die wieder da. Das ist gut zu wissen, weil ich glaube, dass ich eine Menge Energie brauchen werde. Oder wir finden über kurz oder lang noch ein paar Energieverstärker. Ja, da flüchten sie wieder. Na ihr? Die quietschen auch so lustig. Ich bin echt gespannt, ob wir über die noch mehr erfahren. Guck mal, da sind schon wieder Hinterlassenschaften vom Militär. Kann ich da irgendwas machen? Ist da eine Kiste? Sieht mir aber nicht so aus. Kann ich da hochhüpfen? Ja, kann ich. Aber auch da ist nichts zu finden. Gut. Okay, wie kommen wir denn jetzt? Lass mal gucken, wie kommen wir denn jetzt? Wo bist denn du jetzt auch plötzlich? Du bist da oben. Da oben bist du. Wie komme ich da jetzt hin? Lass mal die Orbs hier aufnehmen. Oder warte. Das... eine Wand. Das ist eine von diesen brüchigen Wänden, oder? Die wir auch schon hatten, als wir da runtergestürzt sind, ab ins Sassarus-Tal. Da ist ein Zettel. Aha, okay. Gut. Alles klar, das ist eine instabile Wand und da können wir durchwetzen. Das zumindest steht da. Ich hoffe, es stimmt. Und Augen zu und yes! Durchgebrochen. Meine Güte, aber auch. Ey, so einen Anzug hätte ich gerne. Das hat echt was. Bislang ist das ja alles sehr gemütlich. According to legend, the Life Seed is said to be a bringer of death on a global scale. Ouch. Splintering the earth into fragments. Such end-time scenarios are common across mythologies. From the apocalypse to Ragnarok. However, it's unusual for the event to surround a particular object, especially one acquired by mortals. So, sie berichtet uns, dass ja dieser Life Seed eine erderschütternde Energie oder Gewalt und Kraft hat und die Welt in Fragmente zerstören kann, aber das sei etwas, was eigentlich alle Mythologien gemeinsam hätten. Von der Apokalypse bis zu Ragnarok. Was also, ja, es etwas gibt. Oh, da drüben ist eine Kiste.
Seht ihr sie da drüben? Da ist eine Kiste. Also für Kisten habe ich echte Spechtaugen. Komm ich da hoch? Ja, da komme ich, aber es nützt mir nichts. Nichts zu entdecken? Okay. Ich bin immer noch hin und alle. Die Gegend ist wirklich toll gemacht. Also es gefällt mir unheimlich gut. Gut, aber hier kommen wir nicht weiter. Dann geht's nach da oben. Na, also Virginia hat noch ein bisschen über den Live-Seed und die alten Mythologien, Geschichten und Sagen einfach beleuchtet. So, nun sind wir also hier angekommen. Hier muss es wieder so ein komisches Ding sein, von dem ich nicht weiß. Halt, da ist wieder eine Kiste. Von dem ich nicht weiß. Ah, Energy Upgrade. Feel the Energy. Feel the Energy. Das war mal so ein komischer deutscher Film, Leute. Oh Gott, ein Pärchen. Er war Yoga-Lehrer. Ein Yoga-Lehrer aus Sachsen. Und der hat seinen meist weiblichen Yoga-Schülerinnen immer gesagt, feel the energy. Und am Ende hat er sie dann alle ins Bett gezerrt. Ja, dessen Freundin möchte man nicht sein. Ich frage mich, bist du ein Live-Seed? Aber wenn du ein Live-Seed bist, das glaube ich nicht, weil wo ist denn deine erderschütternde Energie und Kraft? Was bist du denn? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn wir ihm Amrita-Energie geben, dann löst er sich auf. Komisch. Was bist du für ein Ding? Wieso löst du dich, wenn wir dir die Energie geben, auf? Wo ist denn da die Logik? Ja? So. Mal probieren, ob wir da runterhüpfen können nachher. Also mal ein Gefühl dafür kriegen, ab welcher Höhe wir Fallschaden nehmen. Das ist schon wieder so eine unglaubliche. Ja klar, das war auch mal ein Titan Tree, oder? Wenn ich mir diese Wurzeln angucke. Bei dem anderen hat es auch so Wahnsinnswurzeln gehabt. Also waren das alles mal Titan Trees. Oder nicht? Komm, wir hüpfen da mal runter. Und gucken, ob uns... Ah, da ist auch ein... Eck, oh, mit Schatten sogar. Ist mir noch gar nicht so genau aufgefallen. Gut, okay. Wir gucken uns hier mal die Küste an. Bestimmt gibt es da noch irgendwelche... Ups. Irgendwelche Kisten zu finden, oder? Kiste. Oder doch zumindest... Wir können mal gucken, ob wir irgendwie zu dieser Insel kommen. Oh. Nee. Also das glaube ich nicht, dass wir da hinkommen. Also ich habe meine Zweifel. Ich glaube, das probiere ich nicht. Sterbe ich nur. Meine mühsam wiederbelebten Bäume sind sofort alle gleich wieder, oder sind gleich wieder alle tot. Das muss jetzt nicht sein, oder? Wir gucken uns hier mal entlang. Der Küste um. Wow. Habt ihr das gesehen? Das ist weggeflogen. Was? Wow, ist das toll, echt? Ich könnte hier stundenlang rumrennen und bloß gucken. Weil ich das unfassbar schön gemacht finde, ehrlich. Und außerdem dieses Hüpfen so einen Spaß macht. Da wetzen sie weg. Unsere Lichtwesen, da drüben kann man wieder... Ah, guck. Bäume zum Leben erwecken. Und, droppst du mir was? Nein. Du? Auch nicht. Puh. Und, wo rennt ihr alle hin? Komm, ich verfolge euch mal. Und muss bloß aufpassen, dass ich da nicht vor lauter voll... Die rennen immer im Kreis rum. Immer irgendwie auf Lichtungen rennen die einfach immer nur im Kreis rum. Verrückte Viecher, echt. Oh, komm, wir machen noch ein bisschen Samenfarming. Ja, danke. Nochmal. Und ein paar Orbs holen. Wusch. Oh, manchmal macht Geschwindigkeit dann doch Spaß.
Also immer vorausgesetzt, ich muss in einem Auto, das so schnell fährt, nicht sitzen. Ist nicht so ganz mein Ding. Und ja. Dankeschön. Da ist ja jetzt der nächste Obelisk, aber gut, ich denke, dass wir von hier aus nicht hinkommen, aber egal. Wir gucken uns das Gebiet einfach mal an. Vielleicht findet man hier noch irgendwo eine Kiste. Oh, komm her, ein paar Orbs. Kiste. Wobei ich ja wirklich Angst habe, dass ich bei der Geschwindigkeit die Kisten auch übersehe. Ne, da ist keine Kiste. Sternstunden aus der Serie, der Weg war umsonst. Da ist noch ein Baum, den wir wieder beleben können. Und? Ja, her damit. Da können wir noch lang. Was leuchtet denn da drüben so golden? Ach, das ist einer von diesen Viechern. Entschuldigung. Nicht Viechern. Von diesen goldenen Wesen. Danke. Wow, fette Beute. Ganz fette Beute. Das sind wieder alte Ruinen. Ach, schon erstaunlich, was diese alten Wesen gebaut haben, oder? Ich meine, also, wenn die schon so lange untergegangen sind, ich meine, das muss man sich mal klar machen, was die da für Wahnsinnsviadukte gebaut haben. Ah, Tür. Tür. Oh, okay. Da komme ich jetzt aber nicht rein. Es müssten doch eigentlich hier irgendwo diese Bäume sein. Mit den Glühwürmchen. So haben wir doch die anderen Türen auch aufgekriegt, oder? Aber da gibt es keine solchen Bäume. Hm. Wie komme ich jetzt in diese Tür rein? Wird das Licht ein bisschen milder? Frage ich mich gerade, kann es hier eigentlich auch mal Nacht werden? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, wie komme ich denn jetzt da? Ah! Komm, wir holen uns den Orb. Orb, komm her. Da sind noch Orbs. Ah, da ist eine Tür. Alles klar. Komme ich hier rein? Ist das eine von diesen Türen, wo ich meine Samen brauche? 15 Stück? Ich glaube, ich spinne, ey. 15 Stück. Das ist aber mal ziemlich heftig, oder? Hm. Das heißt, wir müssen diese Dinger fleißig sammeln, wenn das so teuer ist. Ah, Medaillons. Und noch ein Energie-Upgrade. Ja, jetzt stehe ich hier oben und jetzt nix sonst. Hm. War das alles? Ne, da vorne ist noch eine Kiste. Ich meine, die Frage, warum die Pathfinder oder die Soldaten hier Kisten hinterlassen haben oder Pendulum. Noch ein Energie-Upgrade. Ah, wunderbar, schön. Und hier ist jetzt einer dieser Bäume. Alles klar. Dann geht jetzt da vorne die Tür auf, ja. Die Sounds sind ganz schön laut, ey. Das haut es mir so richtig ins Ohr. Gut, dann holen wir da vorne wieder Orbs. Sie müssten eigentlich mittlerweile wieder da sein. Ich latsche mal lieber so rum. Bei mir weiß man nie, ob ich nicht irgendwie schaffe, da noch runterzustürzen. Und dann gehen wir diesen nächsten Obelisken einfach öffnen. Wusch. Wusch, wusch. Was seid ihr? Hm. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese alte Kultur untergegangen ist. Das hätte ich jetzt schon spannend gefunden, mit denen auch mal zu kommunizieren, nachdem hier diese güldenen Wetzwesen nicht mit uns sprechen. Oder mit uns interagieren, kommunizieren oder wie immer man das nennen will.
So, da ist der nächste. Da, ich sehe ihn schon. Komm her. Dankeschön. By giving life to trees, there's a chance one or more golden acorns will drop. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Also, das ist jetzt nicht wirklich neu. Aber wir müssen wirklich darauf achten, dass wir das ab und zu mal machen. Oh, hier ist ein guter Acker für Acorns. Komm. Gerade sage ich, was passiert, dann droppt er mir nichts. Okay. Da brauchen wir wieder Samen, um die Tür zu öffnen. So, mal gucken, wie viel wir... Ach, drei. Ja, drei finde ich okay. Drei finde ich absolut okay. Macht jetzt schon so ein bisschen den Eindruck, als würden die Türen, die wichtig für den Spielhergang sind, nicht ganz so teuer sein. Und die teuren, ja, die enthalten wahrscheinlich Upgrades. Of this valley, which I've come to call Daemons, are so lively. I've done my best to study their behaviors, but without a zoologist on site, I'm mostly coming up dry. They're completely harmless, so the army tends to ignore them as they go about their research. I wonder if the world would clamor to have these Daemons as pets. I'm sure my mother could use one. Better than all those feral cats in her backyard anyways. Ja, sie spricht hier über diese goldenen Wesen. Sie nennt sie Demons. Und die sind freundlich gesonnen. Und naja, Virginia hat versucht, die zu studieren, aber ohne einen, ja, einen, der was von Zoologie versteht, hat sie wenig, ja, hat sie wenig Hoffnung, da viel rauszukriegen. Da bräuchte sie einfach noch jemanden zur Verstärkung. Und die sind cute, findet sie. Und mit Sicherheit würden die Menschen sie gerne als Pets haben, also als Haustiere. Und sie ist sicher, dass ihre Mutter da ganz großes gesteigertes Interesse hätte. Oh, dann machen wir hier mal weiter. Hüpf, komm, jawohl. Also ich bin wirklich froh, dass ich jetzt mit Seasons After Fall diese Hüpferei echt schon ein bisschen geübt habe. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube in der ersten Folge. Weil man kriegt dann wirklich einen Blick dafür, wie man so springen kann auch. Ja, sprach's und stürzte ab. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Jetzt bin ich gegen die Wand gehüpft. Straft mich das Spiel doch sofort lügen? Oh, Frau Hawk. Ach, meine Güte. Das ist doch eigentlich fast so einfach, darüber zu hüpfen. Jetzt mache ich hier dem Valley wieder Schaden, völlig unnötigerweise. Komm her. Ja. Echt, also wirklich. Ich meine, manchmal wundere ich mich wirklich über mich selber. Egal. Ah. Jetzt war ich geschwind unsicher. Und komm, den machen wir jetzt auch wieder. Dann dürfte jetzt gleich, komm, noch einen. Dann wird sich unser Blatt gleich wieder komplett, oder unser Zweig gleich wieder komplett grün färben. Da müssen wir bestimmt gleich wieder hüpfen. Ja, ich wusste es. Ah! Da geht's weiter. Juppie! Yeah! Acorns. Ja. Ach, guck an. Virginia, ach, Virginia King, jetzt merke ich mir, versuche ich mir mal den Nachnamen zu merken. Ihre Mutter hat ihr immer Stories über Dämonen erzählt. So als Naturgeister. Ja, und deswegen findet sie, dass der Name für die kleinen Goldenen passt. Aber wie gesagt, sie sagt nochmal, sie kann eigentlich nichts machen, bevor sie nicht jemanden dabei hat, der was von Zoologie versteht. Das ist schade, es hätte mich jetzt wirklich interessiert, ein bisschen mehr über die Demons zu erfahren. Ja, die finde ich wirklich, ah, komm, wir machen da hinten einmal Leben. Ja, dann, genau, so. Dann ist unser Valley wieder voll in Pracht. Und, schmeißt du mir was? Nö. Geizkragen. Bäume, die nichts schmeißen, sind Geizkriegen. Und dann gibt es noch Bäume, die werfen was, aber da kommt man da nicht ran. Uah. Gut. Da geht's weiter, da oben. Auf geht's. Ich gebe Gas, sammle dabei ein bisschen Energie ein. Komm her, oh. Ich frage mich wirklich, ob es hier auch Feinde gibt.
würde mich das echt mal interessieren. Bislang geht das hier ja sehr gemütlich zu. Ah, ist wieder so eine riesen Steinhand. Erinnert ihr euch noch, in der letzten Folge war das, glaube ich, dieser riesenhafte Steinkopf? Da ist noch so ein Ding. Gut, dann werden wir das mal aktivieren. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Passiert hier jetzt irgendwas? Yes! Return to explore the Titan Tree. Also gut, dann kehren wir jetzt zurück und versuchen, diesen Titan Tree zu erkunden. Ah, da komme ich eigentlich her. reicht mir das? Nein, das reicht mir nicht. Naja, gut. Dann geben wir Gas. Hüpfen hier runter. Dabei schenken wir ein bisschen Leben und sammeln Acorns auf. Ist irgendwie schon ein cooles Gefühl, dass man nicht Angst haben muss, wenn man solche Sprünge macht. Also ich hätte echt nichts, absolut nichts dagegen, einen solchen Anzug zu haben. Und? Nee. Sammeln wir noch ein bisschen Energie. Komm her. Wo sind denn jetzt die ganzen Orbs? Da sind welche. Da geht es, glaube ich, wieder zum Dings. Ja, da ist der Titan Tree. Aber jetzt werden wir hier noch die Bäume kurz beleben. Vielleicht gibt es Belohnung. Und Belohnung kommt? Ne. Muff. Ich glaube, dann haben wir hier soweit auch alles. Und wenn nicht, können wir zurückkehren. Es gibt nämlich dieses Schnellreisesystem, seht ihr? Da kann man hin und her reisen. Das heißt, wir kommen hier jederzeit wieder zurück. Das ist auch so, guckt mal, wie die leuchten können, diese Viecher. Hey, Demons. Ich sag ja Lichtwesen. Oder hat das jetzt eine besondere Bewandtnis, dass du so strahlst? Oder fängst du einfach nur die Sonne ein? Ich glaube, die fangen bloß die Sonne ein. Ja, egal. Wir gehen jetzt zum Titan Tree. Gucken uns den an. Vielleicht können wir jetzt diesen Obelisken da, diesen Stein, der da drin ist, den irgendwie aktivieren können. Sammeln wir erst noch mal ein bisschen Energie ein. Husch. Husch. So, wo ist er denn jetzt, dieser Stein? Wo ist er denn? Da ist er. So, kann ich mit dir jetzt irgendwas machen? Nö, keine Chance. Auf der anderen Seite? Nee. Ich glaube, dass das die Pyramide ist, die da gezeichnet ist. Und ich glaube auch, dass das, was wir in der Höhle, als wir angekommen sind, gesehen haben, war, glaube ich, auch dieses Zeichen hier. Das ist also, denke ich, die Pyramide. Ja, und was mache ich jetzt? Den Titan? Ah! Warte mal, sah das vorhin nicht anders aus? Also in der letzten Folge? Müssen wir jetzt da runterspringen? Oh mein Gott. Oh. Wir versuchen noch ein bisschen Energie dabei einzusammeln. Ja. Oh Gott, das kann doch nicht gut gehen. How did this civilization take hold so far north? The land here isn't arable, yet the population that lived here was clearly sedentary in nature. This leads me to believe this place was used as a sacred ground. Are these monuments to the mythical cannibal giants of native lore? Oops. The Saiteka? The Saiteka, also die sagen mir jetzt auch nichts. Im Grunde genommen philosophiert Virginia nur gerade darüber, wie die das wohl geschafft haben, hier zu überleben. Die Alten. Weil es jetzt nicht unbedingt ein Gebiet ist, in dem man ja besonders viel Anbau oder sowas betreiben kann. Ja. Genau. Weitere Übersetzungen bitte an die Menschen, die besser Englisch können als ich. Ja, gut. Und? Alte Tropfsteinhöhle. Ah, Kiste. Kisten sind mir vertraut. Her damit, her damit. Nochmal Medaillons. Haben wir schon 10? Gut. Davon können wir bestimmt nie genug haben. Wo geht's denn weiter? Da vorne. Ah. Große Kiste. Sehr schön.
Ah, ein Upgrade. Get to higher and further areas. Double Jumping, yes! Ein Icarus Boost Upgrade. Oh, das kostet Energie. Okay. Alan Fisher, Lead Physicist. Beginning Pathfinder Testing on the Icarus Boost Upgrade. The secondary boost augmentation to the leaf suit should allow a Pathfinder to jump twice in sequence through the air, increasing the height and distance of their leap drastically. Report any defects to a commanding officer immediately. Ja, danke schön, Mr. Fisher. So hieß du doch, oder? Ich finde es so lustig, wenn die von ihren Errungenschaften erzählen. Das war ja in dem Filmchen genauso. Also von ihrem Leaf Suit berichten. Dann haben die immer so eine Euphorie in der Stimme. Ist euch das schon aufgefallen? Das ist echt witzig. So, und da spricht ein Pathfinder. Just my luck, first day on a training run. Ah. Der berichtet, dass er in einen Amrita-Schwarm geflogen ist, vor denen sie bereits gewarnt worden sind. Was sind denn jetzt Amrita-Schwärme? Oh, und dieser Schwarm hat ihn beinahe getötet. Aber der Göttin sei Dank, hatte er genug Energie, den Schwarm zu befrieden. Pacify. Das heißt befrieden, oder? What on earth make them so damn aggressive? Ja, ich habe keine Ahnung. Waren die denn vorher nicht aggressiv? Hat die irgendwas aggressiv gemacht? Vielleicht die Anwesenheit von den Menschen? Also wie auch immer, hier scheint es dann doch Dinge zu geben, vor denen man vorsichtig sein muss. Amrita-Schwärme. Und mit unserer Energie können wir die befrieden. So habe ich das jetzt mal gelesen. Okay, wir versuchen hier hochzukommen mit einem Doppelsprung. Ah, beinahe, beinahe, beinahe. Beinahe. Anlauf. Komm. Nein, ein bisschen mehr Anlauf, glaube ich. Naja, gut. Das wird schon. Da kriege ich schon das Gefühl für, Leute. Und hüpfen und... Nein, das kann doch nicht sein. Also dann versuchen wir es mal von da. Das sollte doch eigentlich ohne Probleme funktionieren. Ja. Nein, beinahe. So, Versuch Nummer 5. Yes. Ah, verflixt haben aber auch. Gemein. Ich versuch's nochmal. Ja, verflixt. Gott sei Dank gibt's hier genügend Orbs. Wie viel Anlauf brauche ich denn? Ach, so glaube ich das. Das ist doch wieder typisch Hawk, oder? Das muss irgendwie hier so rübergehen. Warte mal. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, mache ich mich wieder zum Affen. Ah, ich muss etwas früher abspringen, alles klar. Ja, Leute, da muss man erstmal das Gefühl für kriegen. Das ist nicht ganz so einfach. Aber wenn man es ein, zwei Mal geschafft hat, dann weiß man ungefähr, wie sich das hier so verhält. Ja, Energie mitnehmen. Die werden wir vielleicht brauchen. Für Amrita-Schwärme, was immer das ist. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher. Wieder ein Upgrade. Nee. Ah, Virginia. Okay. Okay, also, naja. Geht um die Pyramiden. Und dass sie kaum glauben konnte, hier so eine Pyramide zu sehen. Und dankenswerterweise. Thankfully the military had the Deccancy, was heißt denn das? To build one of their grot. Okay. Ah, schau mal einer an. Die Ruine ist in der Nähe von einer Fabrik, die das Militär da hingebaut hat. Das ist eigentlich eine Frechheit, oder? Ja, und
Die Pathfinder, die helfen ihr. Ah, siehst du, jetzt klappt's doch. Die Pathfinder, die helfen ihr hier so ein bisschen, ja, alte Gegenstände, alte Artefakte zu finden. Das heißt, mit den Pathfindern hat die sich ganz gut gestellt, aber... Gut, das heißt, wenn wir die Pyramide finden, muss irgendwo in der Nähe eine Fabrik sein. Ah! Gottes Willen. Hätte ich vor lauter Schreck beinahe vergessen, zweimal zu klicken. Oh, noch irgendwelche Kisten? Sonstiges? Nee. Da vorne ist eine Kiste, glaube ich. Oder? Was ist jetzt los? Das ist keine gute Musik. Given how rarely a life seed is produced, I was so excited when I discovered there was one found in the valley. Apparently the military was just as excited as they immediately confiscated it to study at the Soma facility on the mountaintop. They won't let me anywhere near it. Must be... Okay, jetzt habe ich es, konnte ich jetzt irgendwie gerade auf die Schnelle nicht lesen. Aber wie schon vermutet, hat das Militär tatsächlich einen Life Seed gefunden, oder es wurde ein Life Seed gefunden. Und das Militär hat den natürlich sofort konfisziert und hat den Life Seed zur Soma-Fabrik gebracht. Und genau da müssen wir hin. Life Seed Cradle. Organic Structure Housing Embryonic Blend. Also hier, ja, war wohl mal der Life Seed drin. Und dann waren die Dinger, die wir bei den Obelisken gefunden haben, glaube ich, doch alte Life Seeds. Wahrscheinlich bringen die Energie in das Tal. Aber was hat's dann mit den Orbs auf sich? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und dass das Militär daran Interesse hat, das haben wir ja schon, haben wir ja quasi schon gemeinsam befunden. Oder ich habe es befunden und ihr habt mir bestimmt recht gegeben. So, aber geht's denn jetzt weiter? Muss ich da irgendwo hochhüpfen? Da hoch? Nein, das schaffe ich von hier unten nicht. Muss ich irgendwie von hier, oder? Ja, würde ich. Kann es sein? Ja. Kann ich da hochlaufen? Wieso hänge ich denn hier jetzt fest? Das versuchen wir jetzt. Ja. Genau, sehr schön. Komm, kleiner Hüpfer. Und dann hüpfen wir darüber. Komm schon. Da brauche ich einen Doppelsprung. Ja, alles klar. So, sehr schön. So langsam wird's doch. Also dann. Get to the Soma Facility. Die haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Das ist wahrscheinlich diese Struktur, obwohl ich habe keine Ahnung, welche Richtung wir eigentlich laufen. Aber wir haben ja im Sassaros Valley, haben wir ja so eine Struktur gesehen, die sich da so auf dem Berg entlang hangelte. Hold and run down slope for maximum. Okay. Müssen wir da wieder durch irgendeine Wand brechen? Wahrscheinlich. Dann rennen wir jetzt einfach. Wir machen genau das, was da steht. Ah! Oh, Scheiße. Oh Mann. Oh Mann, Leute. Ich halte es nicht aus. Habe ich gerade einen Schreck gekriegt? Ist das der Hammer, ey. Okay. Mit Blick auf die Uhr, ihr Lieben, würde ich vorschlagen, dass wir für heute Schluss machen und uns das in der nächsten Folge weiter anschauen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!